So, da sind wir mal wieder. Und solange wir noch darauf warten, dass wir genug adaptive Steuereinheiten haben, würde ich sagen, machen wir irgendwas anderes zum Zeitvertreib. Also geht los in 3, 2, 1, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja, Zeitvertreib. Wir fangen an tatsächlich ganz easy, ganz entspannt bei der Mam. Und wir haben hier noch Alternativrezepte, die wir gemacht haben. Wir könnten hier lustig. Oh, die sind aber eigentlich ziemlich cool. Die gehen so, weil Plastik will ich dafür nicht opfern. Aber Biokohle finde ich ja ganz cool, glaube ich. Ne, ich glaube, das möchte ich ja wohl aus Biomasse Kohle machen. Biomasse ist so unbeständig, nehmen wir es mal so. Doch lieber das. Verbrauchen wir wieder Kohle, ne? Das hier halte ich für absoluten Blödsinn. Ne? Also ich sehe irgendwie wenig Grund darin, Plastik für Eisenplatten zu nutzen. Also dafür ist mir echt zu schade. Aber Kohle für Eisenstangen, vor allem wenn sie so schön viel raushauen, könnte man drüber nachdenken, ne? Nehmen wir aber mal. So, und dann haben wir nämlich noch eine Festplatte von unserem kleinen Ausflug offen. Und die jagen wir jetzt auch gleich mal rein. Und ich hoffe, dass wir langsam mal Biotreibstoff. Getiers. Ich hasse Getiers. Also außer meine Getiere, aber selbst die nerven mich manchmal. Und wir kümmern uns heute, nichtsdestotrotz, hier unten um diese kleine Fläche, die hier noch so schön offen steht. Denn wir wollen ja, wer im Discord ist, hat das schon gehört, beim nächsten Mal Festplattenjagd machen. Beziehungsweise ich werde gejagt, nämlich vom lieben Kai und vom Yoshi. Und dann kriegen wir einen kleinen Vorsprung. Dann müssen wir damit die. Muss ich unter Druck die Platten, sei schon. Die Festplatten holen. Und dafür hätte ich ganz gerne Munition fürs Gewehr. Wenn wir schon ballern, dann ballern wir richtig, ne? Und das heißt, wir werden hier mal eben eine Munitionsfabrik hinklatschen. Und wenn wir schon Munitionsfabrik machen, müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht auch gleich die Nobelistproduktion eingegliedert bekommen. Ne, die ja aktuell noch hier unterm Dings steht. Unterm Hub. Und ja. Vielleicht kann das hier weg. Hier haben wir alles noch hier. Und dann kann das ja eigentlich theoretisch alles da hinten hin. Was sagt ihr eigentlich Schwefelproduktion? Wo läuft die eigentlich? Hier? Wir machen nur Schwarzpulver. Wo machen wir den Schwefel? Schwefel sag ich schon. Nee, ist ja nur. Ja, Kohle und Schwefel. Schwarzpulver. Machen wir hier. Ne, dann würden wir das einfach stumpf hier rüberleiten. Ne, das kommt ja von hier unten. Zumindest irgendwo hier unten. Hier, da kommt's her. Und das kann ja eigentlich alles easy darüber. Wir müssen nur mal gucken, was wir jetzt hier für den Spaß hier hinten so alles benötigen. Ne, ich hatte ja schon mal angefangen, habe hier meinen eigentlich, wie ich finde, ganz coolen. Na, wie heißt's? Helft mir auf die Sprünge. Nee, könnt ihr nicht. Ich habe keinen Chat. Zaun errichtet. Und den werden wir jetzt erstmal hier komplett rumziehen. Zack. So. Und dann schlachsen wir das hier einmal komplett lang. Wenn wir hier schon Militäreinrichtungen haben, kann man wieder ein bisschen Abzeug finden. Ne, wie hoch das Ganze wird sich dann nach und nach zeigen. So, Länge haben wir noch. Luft nach hinten weg. Das heißt, da kann man noch was ändern. Hier hängen immer noch sinnlos Kabel in der Luft. Das kann man auch gleich mal ändern. Bist du jetzt falsch rum? Du bist falsch rum. Assi. Alter, die Dinger markieren noch Pest nochmal, ey. So, jetzt aber. So. So rum. So rum, sagt er. Immer noch so rum. Ach, leck mich doch. Scheiße. So. So, und dann kicken wir mal, was wir brauchen. Ich hoffe, wir kriegen das überhaupt automatisiert.
Aber da wurde ja ein bisschen was zugefügt, dass das mittlerweile etwas besser geht. So, und da ist schön abgeschlossen, ne? Finde ich ja eigentlich ganz cool. Mag mir gefallen. Erstmal bitte hier so einen lustigen Eumel hinsetzen. Zack. Machen wir nach hinten noch ein bisschen Luft. Das ist schön. Der sollte relativ mittig sitzen. Das ist auch schön. Sodass wir auch rausschicken können. Guti. Und dann hauen wir hier mal die Gewehrpatronen rein. Und der braucht von der Sache, ja, wurde gar nicht viel. Wir brauchen ein bisschen Gummi, Schwarzpulver, Stahl und Signalisatoren. Wahrscheinlich sind die Signalisatoren das größte Problem. Die ein bisschen ätzend sind. Aber wir schauen mal. Ich glaube, ich packe den anderen einfach direkt hier neben. Und dann gucken wir mal, wie viel Platz wir brauchen. Haben wir hier noch Luft? Wir haben hier noch Luft. Dann können wir jetzt mal ein bisschen wegsäbeln. Die gute alte Kettensäge. Zack, weg den Scheiß. Für jeden fucking Baum in AKW. So, und rüber. Das letzte Mal, dass wir hier die Biere plündern. Ey, wie ich instant lauter werde, wenn die Kettensäge ins Ohr brüllt, ne? Also hier. Big ist all laut. Meine Fresse. So, dann kommt der Spaß hier weg. Und da kommen wir erstmal hier ran. Aber das Ende. Nee. Ich tue mir noch ein paar Blütenblätter. Oder auch nicht. Ich glaube, mein Inventar ist voll. Jupp, mein Inventar ist voll. Auch nicht so wild. Oh, halt die Klappe, ey. Mann, ist das Ding nervig. Meine Güte. Ich mach ja einen Rappel. So, und den kicken wir mal. Von der Sache her können wir den anderen Manufaktor andersrum hinbauen. Dann müssten wir ihn aber ein Stück nach vorne versetzen. Zack. Dann können wir nämlich hier außen rum wieder an der Wand schön die Fließbänder langsetzen. Ja, kommt das von hier einfach mit einem Dings runter. Mit einem Lift und dann haben wir das auch da. Und dann kannst du von hier aus gleich darüber gehen. So. Okay. Dann gucken, was brauchen wir für die Signalisatoren. Signalisator. 22,5 Eisenplatten, 7,5 Eisenstangen, eine Menge Draht. Hui, eine wirkliche Menge Draht. Na, ich glaube, damit kriegen wir das Stoffwerk allein schon voll. Ja. Das heißt, wie man hier drin die Signalisatoren, wie viel brauchen wir davon? 3 pro Minute. Und herstellen tut er dann 7,5. Ah, wird noch weniger. Guck mal einer an. 3. Das sind 40%. Das ist ja schon mal bedeutend weniger. Okay, müssen wir noch umrechnen. 10% sind 2,25, das heißt 40% sind 2,25, 8 und 1 sind 9 Eisenplatten pro Minute. Jo. Fangen wir doch damit mal an. Das ist ja relativ schnell gemacht, hoffe ich. Konstruktor. Wo kotzt der die ganze Scheiße denn hin? Hier in die Richtung. Zack. Sauber in die Mitte. Eisenplatten. Haut raus. 20 Stück. Und ich habe schon wieder vergessen, wie viel ich brauche. Ach, es kotzt doch so, ey. 2,2589 brauchen wir nur. Zack. Ich wollte mir das doch immer mal aufschreiben. Oh. Nicht vergessen, Markus. Nicht das Numpad benutzen. So, 9. Eisenplatten. 10% sind 2, 5% ist eine und 5 mal 5 sind, kommen ja auch nur 5 raus. Quatsch. Idiot. 10% sind 3, 5% sind 1,5. 1,5 mal 5 sind 5 und 25 sind 7,5 Eisenbahn. Jo.
Auch nicht die Welt. Das heißt, Eisenschmelze. Ich weiß gar nicht, ob wir noch mehr schmelzen müssen. Hätte ich vielleicht mal gucken sollen, ne? Und jetzt das. Müssen wir noch irgendwas schmelzen? Erstmal nur für die Signalisatoren. Ja, Eisenstangen brauchen wir auch noch. Und zwar 10% sind 0,75. 0,75 mal 4 sind 1,5, sind 3 Eisenstangen auch noch. Aber die kriegen wir damit raus. Zack. Ja, da machen wir uns nicht so eine Umstände. Und ich habe ein Zahlengedächtnis, ne? Das ist jenseits von Gut und Böse. 0,75 mal 4. 3. Dann gehst du bis auf 3 runter. Zielproduktion 3. Ja, das ist so gut wie nix. Ne, dann knallen wir jetzt zwischen einmal einen Förderbandsplitter, der von da kriegt und in die beiden Richtungen das Ganze ausschubert. Das ist fast Verschwendung, da die großen zu nehmen, ey. Naja. So. Und dann haben wir schon genug Eisenstangen und Eisenplatten. Das wäre erledigt. Dann brauchen wir Draht und Kabel. Brauchen wir Kupfer. Und 10% sind 11,25. Oh, Forschung schon abgeschlossen. Das ging fix. 11,2. Sind schon 10 Minuten rum? Meine Fresse. Das ging ja ratzfatz. So, 11,25 mal 4 sind 44 und einer 45 Draht. Und dann noch das, was die Kabel brauchen. Ich brauche was zum Schreiben, das geht so nicht. Ich habe sogar was zum Schreiben hier. So, komm mal her hier. Ich mach's richtig. So, was hatte ich jetzt gesagt? Ich brauche 44, 45 Draht plus wie viel Kabel? Ich glaube, 2 Draht ergeben ein Kabel, glaube ich. Konstruktor. Ja, 2 Draht ergeben ein Kabel. Das heißt, wir brauchen. Lass mich lügen. 40%, 10% sind 1,536 ist doch nicht so schwer. Magus. So. 6 mal 2 sind 12. Das heißt, wir brauchen 47 Draht, die wir erstmal herstellen. Da brauchen wir aber, glaube ich, dann 2 für. Ups, weg. So, ziehen wir da eine Wand zwischen? Nö, machen wir es einfach hier hinten. Ja, hier fängt das Gebäude ja erst an. Wir lassen dazwischen einen frei. Zur Wand hin auch einen frei. Das heißt, wir können hier anfangen. Und hier erstmal eine Schmelze hin. So. Ja. Kupferbarren. 30 raus und daraus werden dann im Konstruktor wie viel Draht? Auch 30. Ne, aus 15 werden 30. Das heißt, wir brauchen 2 davon und sind schon glücklich. Easy peasy. Ja. Okay. Das wäre dann schon der Draht. Hier einmal ein Splitter hin. Da. Du nach da. Wichtig einstellen machen wir gleich noch. Ne, wichtig ist ja nur, dass wir erstmal mehr haben. So. Das heißt, wenn wir 47 brauchen.
47 durch 2 ist mal eine Scheißzahl. Aber gut. Das sind denn 18,5. Quatsch. 47, 20. 23, 23,75. 23,75. Das ist ja mal eine schön krumme Zahl. So, nochmal drüber rechnen. Mal 2 sind 40, 46, 47,5. Machen wir da mal eine 5 draus, ne? So, ist immer noch scheiße. So, 46, 47. Okay. Ich bin ein Idiot. Nicht 47, sondern 57. Das heißt 25, 25 und 3 sind 28, 28,5. Wie kann ich die 95%? Guck mal eine an. Das ist doch schon eine schönere Zahl. Damit lässt sich doch besser arbeiten. Hat sich doch irgendeiner was bei gedacht bei den Zahlen, ne? Würde ich ja glaub mal behaupten. So. Aus diesen 28,5 95%, 10% sind 1,5. Ja. 0,75 mal. Oh Gott, das ist ja scheiße. Ach, wisst ihr was? Ich lasse den hier hinten einfach voll Lot laufen. Ist doch eigentlich scheißegal, oder? Ja. Der kann von mir aus durchschmelzen. Auf die kommt es mir nicht an. Wo jetzt will ich es auch richtig machen. So. Komm, jetzt haben wir ja hier. 15 mal 0,95. 15 mal 0,95. Ach, leck mich doch. Welche Taste war denn das? Das war's nicht. Da. 15 mal 0,95. 14,25. 14,25 mal 2 sind 28,5. So. 28,5. Auf 95% hätte ich mir auch denken können. So. Hinter den kommt jetzt aber. Ne, direkt dahinter ist Kacke. Ah, ich weiß schon, wie wir das machen. Wir nehmen jetzt noch ein. Und dir das Ganze in die Richtung pumpt. Hier bauen wir jetzt erstmal Fusionatoren hin. So. 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 So soll's. Ein hier hin. Ein hier hin. Hier machen wir einfach einen Splitter. Intelligenten brauchen wir jetzt nicht. Der ganz. Na nö. Hä? Das ist Fusionator, ich wollte gerade sagen. Bin ich doof? Förderband Splitter. So. Damit kann das dann zusammen. So und so. So. Und hier kommt dann unser Fördertunnel hin. Ich fange mal hier gerade auch mal schon an mit der Wand. So. Die ziehen wir hier hoch. Ja, wir müssen auch genug von den Faktoren so mal gucken. 3, 4, 5 sind es, glaube ich. Nichts durch. Guck, nichts durch. Reicht noch 4. Es reicht noch 4. Okay. So. Das kommt dann hier rüber. Und geht dann einmal da oben hoch. Das heißt, wir brauchen hier einmal einen Mitteleingang.
Den hier. Zack. Ach nee. Warum hier drüben? Hier kommt er rein. So. Gefällt mir aber eigentlich gar nicht mal so gut. Denn ich brauche wenigstens einen Rohstoff, der von der Seite kommt, damit ich das da vernünftig reinführen kann. Das heißt, wir führen das hier einmal zurück. Machen wir das so? Quatsch. Doch. Ja, wir machen das hier. Hier geht das hier rüber. Und zwar bis hier hinten. Ich baue das, glaube ich, wieder mit denen. Das fand ich ganz cool. Der das dann alles von... unschön. Unschön, unschön, unschön. Ich hätte den Knick lieber mit dem Lift gebaut. Dann machen wir einmal so. Zwei. Geht schon mal hier hin. Und die Höhe hin. Ne. Wir müssen einmal nach hinten. Mindestens. So. Alles wieder hin. Na. Wir wollen das Richtige abreißen. Es ist mit den Förderbändern irgendwie ein bisschen... Ich weiß gar nicht. Das Abreißen ist irgendwie uncool geworden. So, gucken, dass da die Höhe passt. So, da haben wir dann den Draht und die Kabel können wir ja vorne einspeisen, das ist ja nicht das Problem. So, dann bauen wir nochmal einen von denen hier. Zack. Und da gehen wir einfach hoch, ganz stumpf. Oh, schön wäre die gleiche Höhe. Bitte, bitte, bitte. Na, schade. Wäre auch zu schön gewesen. Immer noch nicht. So wieder die gleiche Höhe, oder? 1, 2, 3, 4, 5. 6 davon also. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich bin mir nicht sicher, ob das gerade ist. Mal wieder ein Knick in der Optik, glaube ich. Nee. Das ist ansteigend. Das ist sogar. Ah ja, ist auch da ein zu kurz. Scheiße. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und ein höher. Jetzt kommt's hin. Sehr schön. So, damit haben wir dann schon mal die beiden, die wir hier nachher einführen können. Einführen können. So, hier ein Ausgang. Und hier neben kommt gleich noch einer. Und das Ganze kommt dann einmal hier hin. Und einmal hier hin. Zack. Du daran, du daran. Dann bauen wir uns hier einmal fix eine Rampe hoch. So. Dann gehst du einmal hier hin. Zack. Und du gehst hier direkt rum. Und fließt bis ganz nach hinten durch. Oh, Knick in der Optik. So, dann laufen schon mal die beiden. Herrlich, das war ja fast schon zu einfach. Hier ist die Außenwand. Hier ist die Außenwand, tatsächlich. So, das Ganze machen wir mit denen hier wieder dicht. Zack. Bisschen FPS spannen, beziehungsweise Rechenlast. So. Und dann ist das soweit fertig. So, hier werden... Genau, Stangen und Barren produziert, die wir auch hier brauchen, richtig? Richtig. So, jetzt könnten wir mal einmal fix überlegen. Eigentlich können wir die auch weiter nach hinten verlagern. Und dann stehen die hier auch ein bisschen schöner. Können wir das nämlich alles von hier rein
ploppen. So, wir gehen ein weiter nach innen. So, hier steht er. Ist das... Ja doch, passt. Okay. Hat nichts gesagt. So, dann kommt hier ein Konstruktor hin und hier einer. Ist ja alles zum Glück relativ schnell gemacht. 20% Eisenstangen. Eisenstangen. 20%. Hier drüben 45% Eisenbarren. Eisenplatten. 45 und den wollen wir bestimmt nicht auf 100, oder? Nein, haben wir nicht mal berechnet. Ich Idiot. So. 45%, 10% sind 3. 3 mal 4 sind 12. Quatsch. Ich nehme 30 mal 0,45. Fertig. So. Warum mache ich es mir so schwer? Mal 0,45. Machen wir einmal 13,5. Und einmal. Na, wo ist der andere? Welchen hatte ich denn jetzt genommen? Achso. 15 mal 0,2. 15 mal 0,2. 3, kommen wir auf 16,5 Output. Das ist dann hier. Eisenbarren. Output bitte 16,5. Und das sollte eine relativ gerade Zahl sein. Sehr schön. Den Scheiß hier weg. Plop. Plop. Weg. Sehr schön. Quatsch, wir brauchen den ersten Splitter. Fördermann-Splitter. Einmal den. Da habe ich auch noch mit einem gearbeitet. Der macht das hier auch. Oh, das ist schön symmetrisch. Da rein, da rein. Fertig. Das hier weiter rüberziehen. Die Wand steht nachher hier. Das heißt, einer kommt noch. Dann brauchen wir wieder zwei einzelne Eingänge. Diesmal müssen wir uns das nicht ganz so schwer machen. So und so. Ab nach oben. Ist sogar gerade geworden. Ich werde verrückt. Ups, das war ein bisschen viel. Das war allerdings ein bisschen viel. Naja. Jetzt müsste es gehen. Und passt. Sehr schön. Na, oh, Stockwerk 1 schon mal erledigt. Das ging ja recht zackig. Mal gucken, ist das hier zwar relativ symmetrisch. Ist genau symmetrisch. Ne, nur, dass da eine Maschine mehr steht und wir können sie aber durchrennen. Geilomatico. So. Das lassen wir noch kurz offen. Na, obwohl, die Seite können wir zumachen. Bauen uns dann nochmal einen Weg hoch. Na komm. 2, 3. Und ziehen den ganzen Kram hier einmal zurecht. Na, was war denn das für eine Nummer? Du müsstest hier. Und. Keine Anzeige. Schon verkackt. Seht ihr? So schnell kann es gehen. So, hier rüber. Und jetzt aber bitte richtig. Wieso ist hier, wird hier nicht angezeigt, wie weit ich muss? Nervt mich. Ich? Nee, so weit schon mal nicht. Ich hasse es. So, jetzt muss ich. Da sitzt eine Sau dran. Sehr schön. Hier das Ganze auch bis zur Wand. Ja, einmal gerade. Und dann können wir, glaube ich, schon sauber rangehen. Ja. Sehr schön. Das heißt, Bänder wegreißen.
Zack. So. Die da hinten auch noch. Zack, zack. Und die muss ich wahrscheinlich auch abreißen, aber das gucken wir gleich einmal. Fundamente. Passt sauber. Sehr schön. Da ein Stück vergessen. Zack, zack. Ey, so wird's hier. Daran, daran. Als würde man auf Schienen bauen, das ist total geil eigentlich. Na komm, an der Seite. Du bist hier. Fuck. Da war das Band ein bisschen fix. So. Und den letzten auch noch. Zack. Und daran. Und fertig ist die Leute. Dachdruf, fertig. Hoch. So. Das sitzt. Sehr schön. Dann kommen hier noch die Anschlüsse ran. Zack. Und zack. Und dann haben wir alles sauber am Manufaktor dran. Sehr schön. Den Scheiß weg. Und die unteren Platten abreißen. Schwuppdiwupp. Läppt. Sehr schön. Einen haben wir natürlich vergessen. Naja, gut. Passiert. So. Ist ja wunderbar. So, dann haben wir zumindest schon mal die Signalisatoren fertig. Herrlich. Und alles in nur einer Folge. Dass ich das noch erleben darf. So, jetzt brauchen wir einmal hier wieder so einen mittigen Ausgang. Und dafür brauchen wir wieder einmal meinen geliebten halben Fundament. Zack. So. Das kann dann außen hoch befördert werden. Hm, haben wir genug Luft? Wir haben genug Luft. Sauber hin. Sehr schön. Hier auch hier und ab hier dann wieder normal. So, so müssen wir bis hier. Okay, richtige Höhe haben wir auch schon. Perfekt. Im Zweifelsfall haben wir dann hier vorne nämlich noch genug Luft. Und irgendwie. Was einzubauen, wie wir gerade lustig sind. Also Förderanlagen nach oben oder was auch immer. Ne, hier muss ja irgendwo auch mal die Ressourcen ankommen. So. So. Ach komm. Einmal rum bitte. Geh doch. Oh, ich hasse es so nicht, dass die ganze Zeit zurecht dreht, ey. Nur da oben einmal ein bisschen Fensterreihe. Ansonsten lassen wir das hier dicht, glaube ich. Und dann müssen wir noch gucken, wo die Ressourcen herkriegen. Das machen wir. Wahrscheinlich nicht heute. Das könnte etwas eng werden, ja? Halbe Stunde ist schon rum. Das könnte nicht mehr eng werden, das würde eng. Gerade. Ich war dumm. Wir müssen ja in Höhe. Verdammt, jetzt habe ich das Ding doch ein höher gebaut, als ich eigentlich wollte. Naja. Dann ist das halt so. Gibt Schlimmeres als hohe Decken. Ne? Ich persönlich bevorzuge sie sogar. So. Da sind wir auch. Ja. Und hier das letzte Fitzelchen. Das kommt weg.
Das kommt auch weg. Und dann nehmen wir wieder die. Nehmen wir die? Dann nehmen wir die. Wir nehmen die. Obwohl, die kommen ja jetzt eigentlich noch gar nicht. Nee, das ist ja scheiße. Obwohl, wir machen einfach zwei davon. So, fertig. Problem erkannt, Problem gebannt. So schnell geht's. Na. Ich wollte gerade sagen, gerade ging's da auch. Nee, kein Scheiß. Habe ich genug Eisenplatten mit, um das herzustellen? Wir werden es sehen. So. Ich glaube, das wird am Ende ein relativ hohes Gebäude. Man könnte glatt überlegen, ob wir die Novellistenproduktion einfach dahinter hinsetzen. Ich meine, da ist ja noch Platz. Ich glaube, schwere Waffen kommen im Spiel eh nicht mehr. Ja, aber im Zweifelsfall könnte man sicherlich auch noch irgendwie erweitern wieder. So, erstmal ist es sowieso noch ein ziemlich hässlicher, quadratischer Klotz. Da muss man dringend mal was dran drehen. Das ist irgendwie scheiße aus. So. Zack, obwohl bei einem Militärkomplex ist es auch Lachs. Seit wann achtet das Militär auf schicke Optik? So. Zack, das haben wir. Das haben wir. Dann sieht das hier gleich richtig aus wie eine Fabrikhalle. Sehr herrlich. Obwohl. Wisst ihr was? Wir machen nochmal ein bisschen was anderes. Das kommt alles nochmal weg. Wir setzen genau ein höher an. Ich habe nämlich letztens festgestellt, wenn man hier einen so einen Plattenschwung zwischen sieht, zwischen den beiden Etagen, sieht das eigentlich ganz cool aus. Ich kann euch das gleich einmal zeigen, wenn wir das hier fertig haben. Beziehungsweise ihr werdet das gleich sehen, wenn ich einmal rausgehe und die nächste Reihe Wände darauf ziehe. Das hat tatsächlich was. Zack, wir müssen mal irgendwo einen Gang nach oben machen, ne? Ah, wir haben halt noch Platz. Wir hätten massig Luft, mit der wir arbeiten können. So, ein höher. Danke. Zack, zack, zack. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe oder ob ich das überhaupt irgendwo gesehen habe oder selbst aufgekommen bin. Aber ich finde das um Welten schöner. Man muss nur mit den Treppen dann ein bisschen gucken, das ist ein bisschen doof. Oh, das sollten wir hinbekommen. So. Haben wir das erstmal? Dann bauen wir uns doch hier erstmal einen kleinen Gang nach oben. Zack. Großen Eingang. Wenn wir Platz haben, dann nutzen wir den auch. Und dann Organisation. So nennen wir es liebevoll. Zack. Und na komm schon. Oh, es ist auch jedes Mal gefrickelt, ey. Meine Güte. So. Und da ist er. Jetzt krieg ich die nie weg. Ja, komm, egal. Ist auch ganz egal. Mach ich das mit zwei? Nee. Wir lassen einen. Das baut sich jetzt auch einfach wesentlich schneller. Nämlich die. Ja, da ist auch drauf geschissen. So, düsen wir mal hoch. Eins. Zwei. Und hier werde ich aber, glaube ich, Glas nehmen. Oder auch die Dinger, das heißt. Da haben wir. Zwei hoch. Dann brauche ich aber eine richtige Ecke hier. So, und noch höher. Wie schnell so eine Treppe doch echt fickig groß wird, ne? So. Da schon oben.
Und das machen wir einfach komplett auf. Und dann haben wir hier... Ich überlege gerade. Ich glaube, hier können wir auch mit diesen Toren arbeiten, dass man hier ein bisschen Blick hat. Ist eigentlich ganz cool. So. Wie machen wir das jetzt? Ach scheiße, ich war ein Idiot. Wir hätten oben anfangen müssen. Wir hätten oben anfangen müssen. Naja, gut. Reisen wir mal weg. Weil Müller dumm ist. Wie immer. Die hier. Zack. Zack. Und... nee, Moment. Das mal... machen wir so. Da haben wir dann ja kein Fundament. Wie machen wir das denn? Eigentlich brauchen wir nämlich Fundamente. Die müssen nämlich eigentlich bleiben. So, und hier muss eigentlich auch eins bleiben. Das heißt, es geht eigentlich nur hier hoch. Ja, 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 ja. So ist es. Das heißt, das kommt weg. Das kommt auch nochmal weg. Da muss nochmal eine Kurve hin. Da muss es. So. So und so. Und hier, da können wir gar nicht laufen. Das ist ja Bullshit, was du hier machst, Markus. Das ist ja richtig Quatsch. Und drei sind es schon mal gar nicht. Und wenn dann so. Und dann müssen wir gucken, ob wir durchkommen. Hm. Zack, zack, zack. Sind wir schon am Ende? Ja. Einmal so. Und ein freien. So wäre es dann. Dann jetzt hier nochmal runter. Und dann kommt der. Ach ja, Müller, dumm, 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 dumm. So, da brauchten wir... Nee, den nicht. Den. So, und dann machen wir einfach... So. Nee, so nicht. So nicht. Wir machen... Mit denen hier einmal weiter. Wir machen dann hier so einen kleinen. Da ist Glas, da brauchen wir das gar nicht. Dann mal so. Weiter runter. Das da muss jetzt erstmal weg. Das ist leider im Weg. Zack. Dann brauchen wir... Brauchen wir einen mit Gitter? Ne, wir brauchen gar keinen mit Gitter. Wir können so einen hier nehmen. Denn da ist gleich eine Wand drauf. Und die geht auch so wieder. So, und jetzt können wir nämlich den hier machen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und 1, 2, 3. So, dann haben wir das Problem. Ich hätte jetzt fast easy gesagt, aber so easy war es dann ja doch nicht. Die haben wir nicht. Aber dann kommen wir hier hoch. Ja, und wir kommen sogar drunter durch. Die ändern wir aber nochmal. Daraus machen wir so eine hier. Damit wir da ein kleines bisschen Luft wenigstens haben.
So. Machen wir eine schicke Treppe nach oben. Löppt. Löppt, löppt, löppt. Das ist natürlich ein bisschen doof hier, ne? Aber das bleibt so. Aber wenn das so bleiben soll, dann... Quatsch. Hier. Dann müssen wir das so rumziehen, sonst sieht das absolut scheiße aus. So, schicki. Machen wir mit Glas hoch. Und dann machen wir nochmal sowas drauf. Kann man kicken. Ziehe ich die hier rum. Müsste ich das nochmal ändern. Ja, gönnen wir uns. Das gönnen wir uns. So, und dann hier den hin. Und den Rest bauen wir hoch. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und fertig. So, gucken, gefällt mir das? Nee, das sieht absolut scheiße aus. Also. Nahe dicht. So, und dann sind wir auch schon oben. So schnell geht das. So, hier oben müssen wir nicht an. Jetzt sagt die Uhrzeit. Uhrzeit sagt, alles cool. So, jetzt brauchen wir nochmal einen Manufaktor. Quatsch, doch, Manufaktor. Den wir uns hier einfach mal einmal hinschnolzen. Und der soll machen die Gewehrpatronen. So, die Signalisatoren sind fertig. Dann würden jetzt Stahlrohre kommen und Schwarzpulver. Und Gummi. Gummi führen wir von außen wieder zu. Das haben wir ja hinten auf dem Band liegen. Da kriegen wir einen Zug immer angeliefert, und zwar mehr als genug. Das heißt, wir brauchen jetzt Eingang für Kohle, Eingang für Eisen und Eingang für Schwefel. Drei Stück müssen hier reingeliefert werden, die wir hier natürlich nicht haben. Drei. Ja, drei. So, und das kommt am Ende eigentlich alles von da hinten. Wie machen wir das? So, nee, von hier. Hier haben wir ja diesen netten kleinen Turm. Und da haben wir auch so einen netten kleinen Turm, der aber direkt auf der Kante steht. Das heißt, den können wir so nicht mitnutzen. Und den machen wir auch nochmal einen höher. Damit er genauso hoch ist wie der. Ja, aber nicht jetzt. So, wo kommt der Schwefel, das Eisen und die Kohle her? Wir brauchen hier tatsächlich nochmal ein Band drauf, ne? Wir haben hier nämlich keine Kohle auf den Bändern. Da liegt zwar Eisen, aber sonst nichts. Wo geht das eigentlich hin? Es läuft hier so sinnlos lang, habe ich das Gefühl. Es wird sein Bestimmungsort haben. Läuft da nichts? Warum läuft da nichts? Hier steht alles still. Das sollte nicht so sein. Ich glaube, das wird der interessantere Abschluss für die Folge. Abgesehen von der Festplatte, die wir jetzt noch machen. Dann machen wir nämlich bei der nächsten Folge weiter da oben. Solange hier noch Produktion läuft, die nicht läuft. Aber okay. Dies wird schon. So, ab nach oben. Und erstmal in die Mähm schauen. Ja, ich hätte eine bauen können, aber ich finde das doof. Wofür baut man sich das alles so schön, wenn man da nicht hinläuft? So, was kriegen wir denn Schönes? Ja, gut, Stahlschrauben könnte man machen. Das hingegen ist ja, das ist ja super. Bin ich hier nicht mehr auf Plastik angewiesen? Boah, ich glaube, das mache ich. Das finde ich ja geil. Platin aus Kieselsäure. Das Quarz brauche ich bisher eh kaum. Die nehme ich. Plopp. Ah, ich hätte auch mit Gummi Computer machen können. Ah, na, ist egal. So. Egal. Passt mir so. Habe ich noch eine Festplatte? Wahrscheinlich nicht, oder? Festplatten. Nö, keine mehr da. Schadi, schadi. Und jetzt gucken wir erstmal, warum hier kein Eisen abgenommen wird. Und wo es überhaupt hingeht.
Langsam verliert man hier so ein bisschen den Überblick. So, gucken wir mal. Das Eisen geht nach hier hinten. Woher kommt das von hier hin? Man weiß es nicht so genau. Laufen wir nochmal nach oben. Ah, hier kommen schon schwere Mularam. Oder auch nicht. Wir hüpfen mal einmal rüber. Warum laufen die hier nicht weiter? Wo ist da... Wo ist das Problem? Es sind nämlich da hinten noch keine angekommen. Danach gucken wir nach dem Eisen. Versprochen. Oh, geschafft. Oh, Springmeister hier. Ist hier irgendwie... Habe ich hier was vergessen? Ja, habe ich. Die müssen hier nach unten kommen, ne? Wäre schon gut, wäre schon gut, wäre schon gut. Hier müssen sie runter. Okay. Brrrt. Einmal so. Und einmal das Ganze für die Computer. Zack. Und zack. Hätten wir das schon mal erledigt. Gucken, wie weit die laufen. Die müssten jetzt aber... Ja, die gehen durch. Sehr schön. Das heißt, die blöde Fabrik da oben kriegt jetzt erstmal schwere modulare Rahmen, aber noch keine Computer, weil wir immer noch ficke großen Plastikmangel haben. Der mich so ein bisschen nervt. So, bauen wir hier, wo wir schon mal oben sind. Gleich mal die Wände drauf. Zack, zack. Da drauf. Und da hinten können wir das eigentlich auch gleich machen. Wenn wir schon mal hier sind. Zack, zack. Zack. Deckel drauf. Ist, fehlt hier noch irgendwo ein Dach? Nee. Außer hier hinten vielleicht. Nö, nee, fehlt auch keins. Sehr schön. Ui. Und ja, da werde ich aber... das war knapp. Geh mal durch. So, dann haben wir das jetzt mal geklärt. Jetzt gucken wir, warum nehmen wir hier kein Eisen ab. Das Eisen geht... Ich muss nochmal hoch. Scheiße. Düm, düm. Warum nehmen wir kein Eisen ab? Das geht dahin. Und dahin gucken ist ziemlich kacke. Ach komm. Das war ein Müh. Da hätte auch mal passen können oder was. Nächster Versuch. Wir kriegen das hin. Ist halt hier ein bisschen Akrobatik, ne? Hilft der Eisen nichts. Na komm, nein. Oh, wenn ich es nochmal verkacke, bin ich tot. Nee. Scheiße. Okay. Jetzt aber. Nee, nicht von hier. Wie man es von hier. Okay, soweit so gut. Und jetzt hier runter. Hui! So. Zack. Dim, dim. Okay, aber hier wird's abgenommen. Das müsste der. Ach komm schon. Ach komm schon. Sehr schön. Der Stock. Hier sollte Eisen abgenommen werden. Jetzt aber nicht. Warum denn nicht? Du bist voll mit Eisen. Du bist voll. Ihr macht auch alle lustige Sachen. Aber hier steht einfach alles voll. Warum steht hier alles voll? Das sollte doch hier drüben abgenommen werden. Wird es denn hier drüben abgenommen? Auch voll, auch voll, auch voll. Hier von den Motoren. Oh. Ach, lass mich raten. Du hast keinen Strom. Doch, du hast Strom. Warum produzierst du denn nicht? Weil du schon voll bist, wa? Ja, tatsächlich. Und warum führst du nicht ab? Führst du ab? Du führst ab. Na nö. Wo liegt denn da der Hund begraben? Naja, ich habe hier hinten ein bisschen ausgebaut. Kann ich euch mal zeigen, wo wir schon mal hier sind. Ne, ich baue hier quasi nochmal den gleichen Abgang ran, den wir hier vorne auch haben. Mehr oder minder, nur dass wir weniger Platz brauchen. Und hier habe ich Lager gebaut. Das erstmal noch ein bisschen befremdlich aussieht. Oh, hier steht auch alles. Was ist denn hier los? Hier kommen die ganzen Weltraumliftteile rein. Warum ist hier kein Lift drin?
Das heißt nicht, es lag daran, das wäre ja mal endsaffig. Aber selbst wenn, müsste der Überschuss ja weggehen. Warum steht hier alles? Hier kommt nichts. Hab ich ein Förderband vergessen? Nee. Hä? Was ist denn hier los? Moment. Einmal. Na! Wer braucht da jetzt? Das war zu schnell! Fuck, ey, Mann! So. Hier geht alles noch weiter, hier geht alles noch weiter, hier geht alles noch weiter. Und hier nicht mehr. Aber warum? Was ist denn hier das Problem? War nicht das Problem. Ganz easy. Wieso? Okay, wieso ist das weg? Da lagen schon haufenweise schwere modulare Rahmen drauf. Die habt ihr gesehen. Und jetzt sind die plötzlich weg. Das heißt, meine ganze Produktion lag still. Ups. Ne, weil wenn das hier nicht weiterläuft, ist das Lager verstopft. Und wenn das Lager verstopft ist, passiert überhaupt nichts. Egal. Aber hier wird jetzt auf jeden Fall alles fleißig geteilt. Ich habe die Behälter im Hauptlager nicht leer gemacht. Das hatte ich euch, glaube ich, aber auch schon gezeigt. Und die laufen hier jetzt nach und nach aus den drei Containern da hinten ab. Und wenn die da leer sind, dann reiße ich dieses lustige Band hier weg. Und dann läuft das hier fleißig weiter im Kreis. Ne, das kommt weg. Und sieht hier an sich erstmal gar nicht ganz kacke aus. Das Lager ist noch nicht fertig. Muss noch ein bisschen was rauf. Und was ich halt besonders cool finde, hier mit den halben Fundamenten. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Ich kann das mal gerade vollbauen. So, da wäre das Rätsel der nicht vorhandenen Eisenabnahme geklärt haben. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Oh, ich glaube, wir müssen noch einen höher. Obwohl, man kann das auch oben dann einen auflassen. Das ist auch ganz cool. Zack, man könnte ja auch mit Scheiben vielleicht ganz cool bauen. Jetzt habe ich keine Platten mehr. Also von der Sache her sieht es cool aus, oder? Mir gefällt es tatsächlich. Was ist denn das hier? Achso. Das ist ja beschissen gelöst. Das entlösen wir auch gleich mal. So, weg damit. Ist ja suboptimal. Hä? Wieso geht das nicht? Achso, deswegen geht das nicht. Das muss weg. Das ist ja affig. Aber geht tatsächlich nicht anders, ne? Aber das ist trotzdem scheiße. Obwohl es da so ein bisschen rübergewuchert ist, wirkt nicht ganz scheiße. Ja, kann man so lassen. Sehe ich nicht oft. Bleiben wir dabei. Ja, auf jeden Fall hat das doch alle was. Das ist doch eine feine Nummer hier. Das ist krass, ey, wie hier die ganzen Anfangsbauten alle noch relativ eng gedrückt sind, ne? Gefühlt lasse ich später ein bisschen mehr Platz. Obwohl das hier ist später entstanden und ist auch so gedrückt. Ne, wirklich so schön wie der erste Komplex, den ich gebaut habe. Finde ich immer noch. Aber ist okay. Wenn man sich hier nicht auskennt, verrennt man sich gnadenlos. So, jetzt erstmal gucken, ob er hier wieder arbeitet. Nö. Warum nicht? Jetzt nehme ich hier die Abkürzung. Was ist hier los? Was ist hier los? Na, komm. So. Ach, jetzt kann ich hier hin. Okay. Das in alle möglichen Richtungen. Aber warum steht das hier? Hier läuft es immer noch. Wo ist denn hier der Knackpunkt? Vorne liegt er schon mal nicht. Bin ich hier jetzt gerade rein und raus? War das hier? Ja, hier war's.
Wo liegt denn hier das Problem? Hier, ihr seht, hab ich auch ein bisschen umgebaut. Ne, sodass sie jetzt alle von der Reihe aus runtergeschickt werden. Aber ich weiß jetzt immer noch nicht, warum das hier so kacke ist. So, das läuft alles noch nach hier. Okay, das passt auch. Hab ich hier was falsch gemacht? Oh. Wieso? Hä? Was ist denn hier jetzt übrig? Wo kommen die denn hier? Gucken wir doch mal. Alles steht logischerweise. So. Warum wirst du hier nicht abgeführt? Bist du nicht angeschlossen? Auf jeden Fall schon eine Menge modulare Motoren fällt mir mal auf. So, die gehen alle hier hin. Die werden auch alle hier reingeführt. Okay. Hier löppt das von der Sache hier auch. Ah, ein blödes Band vergessen. So, nun aber wieder. Zack. Sehr schön. Ich habe hier eine Menge umgebaut gehabt tatsächlich. Oh. Das war aber nichts. Können wir einmal hier rausgehen. Oh, können wir doch nicht. Meine Fresse. So. Und komm einmal hier rüber. Ja. Du schaffst das. Sehr schön. So, dann sollte das alles die. Ach, scheiße. Na gut. Mal schon an der Mahne. Okay. Hab hier ein schickes kleines Türmchen draufgebaut. Ne, völlig sinnbefreit natürlich. Ne, da steht so ein Aussichtsturm drauf. Und ich habe. Oh, hab ich auch noch nicht gezeigt. Da müssen wir einmal auf die andere Seite. Ein bisschen spiele ich ja doch immer. Zack, einmal Licht an. Ne? Nicht so viel wie in den Anfangszeiten Let's Plays, aber ich spiele immer noch ein bisschen. Und ich habe den Hub ein bisschen verändert. Gar nicht mal so sehr doll. Von hier sieht man es schon. Da steht jetzt ein Radarturm drauf. Den habe ich mir mal gegönnt. Ich hatte da ja sowieso immer schon, auch vorher, so ein Stahlgerüstding drauf. Na komm, das hier drauf. Ja, wir sind zwar genau am Ende, aber passt schon. Britzel. Wir müssen aber einmal auf die Seite. Sonst sieht man das nämlich nicht. Ich hatte da schon immer diese Gitterdinger drauf. Und die passen ja genau ans Fundament von diesem Radarturm. Jetzt habe ich da noch so einen Radarturm dran. Das heißt, von weiter weg sieht man das jetzt noch besser. Wie gut ist das denn? Gefällt mir richtig gut. Ja. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt aber erstmal am Ende angelangt. Wisst ihr, was wir machen können? Wir machen mal rot. Plong. Echt jetzt? So. Wir machen hier mal so ein kleines Keep-Out-Signal. Fallt ihr davon? Bevor ich die Folge gänzlich beende. Warum ist das so? Was soll das denn? Das ist ja totaler Tinnif. So. Zack, zack, zack. Übrigens wäre das auch eine coole Sache, wenn man Farbpistole im Inventar hat, dass man in der Farbe der Farbpistole baut. Das fände ich total genial, ne? Und nicht nur dieses eine Preset hat, das gleich alles umstellt, sondern einfach so denn den Bau verändern kann, weil dieses dieses nochmal nachrennen und alles mit der Farbpistole nachziehen ist irre nervig. So, kann man schon dabei sein. Ach, wir haben noch einen. Naja, immerhin. Knack. So, dann haben wir hier einmal rot. Sieht das aus? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Vielleicht ziehen wir noch einen roten Streifen rum. Das fällt mir jetzt auch erstmal ein. Ich habe hier gar nicht mehr mit Farben gearbeitet. Die sind alle stumpf. Gelb, die Gebäude. Warum eigentlich?
könnt ihr hier die Scheibenfront, könnte ich super rot machen. Na Doggo, mach keinen Scheiß. Mal gucken, wie das wird. Eigentlich ganz nett. Ist nicht zu aufdringlich. Ich werde einfach darunter einen roten Streifen lang ziehen. Wäre auch eine Möglichkeit. Finde ich, glaube ich, sogar besser. Ich grenze die Scheibenfront so ein bisschen ab. Machen wir mal wieder normal. Ich verspiele mich schon wieder. Ich sehe das kommen. Ja, wir sind schon drüber und ich mache immer noch weiter Faxen. Ja, so finde ich das besser. Das hat doch was. Dann haben wir einmal wieder die. Und machen da oben auch. Ja, viel besser. Was war das? Ah! Seit dem Update habe ich noch nicht mehr da. Ah, das ist ein bisschen doof. Farbe auswählen. Dass man damit Farbe auswählen bestätigen muss, ist eigentlich auch affig, aber gut. Anderes Thema für eine andere Folge. Mit einem anderen Typen. Guti! Das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben etwa die Hälfte, würde ich sagen, knapp die Hälfte. Ja, gut die Hälfte für unsere Gewehrmunition Produktion fertig. Es ist am Ende gar nicht so viel, aber es ist haarklein ausgerechnet, sodass er sauber von der Prozent laufen kann. Ne, das habt ihr vielleicht schon gemerkt, zukünftig ein bisschen mehr drauf achten. Und ja, ich hoffe, mir damit noch ein paar Leute hier auf den Kanal zu locken. Wir sind mittlerweile übrigens bei über 200. Yay, wir haben es geschafft. Also bei ein ganzes Stück über 200. Tatsächlich eine Folge, nachdem ich da gefragt hatte. Mal gucken, ob wir das schaffen. Waren wir, bevor sie ausgestrahlt hatten, schon darüber. Und es sind noch wieder ein paar mehr geworden. Ne? Man merkt, das Update 4 hat wieder ein paar neue Leute gezogen. Coole Sache. Aber darüber wollte ich jetzt nicht quatschen. Ich wollte Tschüss sagen. Ne? Passt auf euch auf. Ich bin übrigens mittlerweile durchgeimpft. Auch daran wollte ich nochmal erinnern. Ne? Langsam haben wir genug Impfstoff, sodass sich dann auch fast jeder impfen lassen könnte. Fast jeder. Ja. Ah, ein paar Engpässe gibt es noch hier und da, aber meine Güte. Ne, aber nutzt die Gelegenheit, eine Sorge weniger, es befreit ungemein. Alles klar, damit vielen Dank fürs Zugucken, bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertholdsson.